Na ihr Rallies, moin moin und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wohl, ja, wir sind hier immer noch irgendwo in der Weltgeschichte. Streng genommen sehr weit weg von zu Hause, denn unsere Heimat, wird die überhaupt noch angezeigt? Doch hier, da hinten, 1,6 Kilometer entfernt. Ja, da haben wir schon ein ordentliches Stück Weg zurückgelegt, aber das reicht uns noch nicht. Nein, wir gehen heute weiter nach Nordwesten, dieses Mal bei Nacht, obwohl ich, wenn ich mir das da so unten so ansehe, noch bezweifle, ob das wirklich eine schlaue Idee ist, aber wir versuchen es einfach mal. Und hoffen mal, dass uns kein Creeper wegsprengt oder sonst was. Aber ich meine, wir sind ja halbwegs gut gerüstet. Wir tragen eine komplette Rüstung. Wir haben genug zu essen. Und ich laufe einfach mal schnell. Ach, guck mal, auf der Karte wird angezeigt, wenn so ein Skelett schießt. In Form von einem lila Blöppel. Auch interessant. Also jetzt glaube ich tatsächlich, dass die roten Punkte wirklich einfach die Gegner sind. Weil hier sieht das jetzt wirklich... Hier deckt sich das jetzt wirklich ganz gut mit dem, was ich auf der Welt so vor mir entdecke. Naja, dann gehen wir doch mal den roten Punkten zielsicher ein bisschen aus dem Weg. Naja, eigentlich mache ich gerade genau das Gegenteil. Na gut. Aber wir müssen ja hier irgendwie auch diesen Bergkamm überwinden. Diesen Hügel, wenn man so will. Es ist ja kein richtiger Berg. Und mal gucken, was uns dann jenseits dieses Waldes noch erwartet. Also ich hätte ja Lust, wirklich Lust, einen NPC darauf zu finden. Also, was war das für ein Geräusch? Und, oh nein, hier ist viel zu viel los. Ah, lauf, du Stück. ich glaube, ich habe mich wieder etwas überschätzt. Aber gut, wir werden hier schon irgendwie sicher durchkommen. Jetzt ist hinten ein Creeper geplatzt? Wieso denn überhaupt? Der war doch meilenweit von mir entfernt. Na gut, wenn der einfach mal Wert darauf legt, zu platzen, dann muss ich es ihm auch gestatten. Platzen gestattet. Ich werde einfach mal gucken, dass ich so bald wie möglich wieder irgendwo aus Wasser raus kann, wo ich dann ein bisschen Ruhe habe. Aber im Moment ist hier kein richtiger See oder so. Dieser Tümpel hier, der hilft ja niemandem. Genau. Ja, dieser undurchdringbare dunkle Wald hier gerade ist ein bisschen ungeschickt, wenn man vorankommen möchte. Genau. Also, wie dem auch sei. Wie gesagt, ein NPC-Dorf wäre nicht schlecht, so ein neues. Ich habe ja mein altes NPC-Dorf. Da, wo ich meine Siedlung eigentlich draus gemacht habe. Die NPCs sind da irgendwann mal auch despawned bei einem Versionswechsel, aber die kann ich natürlich irgendwann nochmal neu da spawnen lassen. Ich hatte die ja alle in den Keller gesperrt, weil ich dachte, kommt Leute, ihr wohnt jetzt hier nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das taktisch so klug war, aber mein Gott, sei es drum. Aber ich glaube, despawned sind sie tatsächlich nur wegen der neuen Minecraft-Version und nicht wegen irgendwelchen Geschichten, die ich mit denen da unten im Keller veranstaltet habe. Das nicht. Aber genau, nichtsdestotrotz sind ja so neue NPC-Dörfer, ich weiß nicht, seit wann es die genau gibt, aber ich glaube in der 1.15 sind die wesentlichen Patches dafür schon da gewesen. Durchaus nochmal eine ganze Reihe interessanter. Oh, da ist eine Hexe. Ist das gefährlich? Ja, das ist gefährlich. Die kriegen wir. Die trifft uns nicht. Nee, jetzt kommst du. Du stehst im Weg, Junge. Ich schieße hier fröhlich auf die Hexe und jetzt kommt mir so ein... Was ist denn das für ein riesiger Zombie eigentlich? Oh Gott, was ist hier los? Ah! Ah, Panik. Oh, oh, oh. Nachts durch die Gegend laufen, gar keine gute Idee gewesen. Zu viel Action ist das Brot. Waren hier nicht gerade noch zwei Zombies? Ah ja, da unten sind sie. Na gut, aber die kriegen wir jetzt hoffentlich von hier unten halbwegs sicher weg. Ja. Sehr schön. Aber ich glaube, die Hexe ist jetzt gerade vom Creeper gesprengt worden. Ne? Das ist ja einerseits nicht schlecht, weil dann ist die erstmal weg. Aber andererseits wird sie dann vermutlich nichts Spannendes fallen lassen haben, oder? Was ist das hier? Die Knochen brauchen wir nicht. Was haben wir jetzt hier? Zucker. Na gut, von mir aus. Auch nicht schlecht. Kriegen wir aber auch aus unserem Zuckerrohr, glaube ich, mehr als genug raus. Ja. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt von den Mobs. Die sehen ja hier alle sehr verschieden aus in diesem Texture Pack. Sodass ich manchmal nicht sicher bin, sind zwei Zombies jetzt wirklich der gleiche Mob, nur mit einer anderen Textur, oder sind das ganz verschiedene Kreaturen? Mittlerweile gibt es nämlich so viele in Minecraft, dass ich da ein bisschen den Überblick verloren habe. Die klassischen kenne ich natürlich noch, also Zombies, Skelette, Creeper,
Enderman würde ich jetzt auch mal mittlerweile als klassisch bezeichnen. Eine Hexe ist noch relativ gut zu erkennen, weil die einen mit Tränken bewirft. Aber danach wird es schon ein bisschen knapper. Na gut. Gucken wir mal weiter. Ist jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Ruhe hier. Genau. Ich schaue mal wieder auf die Weltkarte. So richtig spannend ist es hier noch nicht geworden. Aber wir können ja mal hier dieses Flachland, naja, so flach ist es gar nicht da vorne, hier kommt ein ordentlicher Canyon, ein bisschen ablaufen. Vielleicht gehen wir sonst einfach mal in den Fluss. Da ist es ja ein bisschen sicherer. Und dann segeln bzw. rudern wir mit echter Manneskraft ein bisschen den Fluss entlang. Wie wäre denn das? Die Zombies dürften ja es nicht wirklich hierhin schaffen. Oder? Ersaufen die nicht im Wasser? Mal schauen. Versucht er es? Er versucht's. Jetzt ist er ins Wasser gelaufen. Er scheint das ganz gut zu überstehen. Seht ihr, da unten kommt er angerückt. Aber kann er auch wieder gut schwimmen dann? Das muss ich mir jetzt erstmal genauer ansehen. Ich glaube, der bleibt da unten. Nee, der kommt rauf. Mein Gott. Du bist doch ein Frechdachs. Aber gut, ich meine, im Endeffekt ist der im Wasser so langsam, dass ich ihn locker bekämpfen kann. Nur ist das natürlich etwas lästig. Jetzt hier so ein Zombie. Der Tintenfisch schiebt den einfach weg. Fantastisch, komm. Du blöder Zombie, du nervst jetzt. So, ich will jetzt eigentlich den Fluss entlang schippern. Aber das heißt ja wirklich, dass ich nicht so sicher bin vor Gegnern, wie ich dachte, im Wasser. Ich meine, natürlich gibt es auch noch diese Ertrunkenen, oder wie die sich nennen, auf Deutsch, also Drowned im Englischen. Die sind natürlich gefährlich so oder so im Wasser. Machen wir hier ein bisschen, boxen mal ein bisschen die Lücke auf, jetzt wo ich weiß, dass ich noch eine Schaufel habe. Genau, und versuchen den Fluss lang zu fahren, sag ich. Und dann ist hier einfach so eine 2x2 große Barriere im Fluss. Das haben doch die Zombies da kraft eigener Arroganz selbst aufgeschüttet. So. Verbindet sich das jetzt wenigstens halbwegs ansehnlich? Nö, natürlich nicht. Also Wasser sieht immer noch nicht gut aus, wirklich, ne? So, jetzt sind wir hier doch durch. Fantastisch. Ich will hier doch nur ein bisschen entlang schippern. Kleine Kanutour im Fluss. Das wollte ich immer schon mal machen. Und mittlerweile wohne ich auch so nah am Fluss, dass ich das eigentlich, also im echten Leben, machen könnte. Gibt sogar hier einen kleinen Kanuverleih. Wäre eigentlich mal eine schlaue Sache. Naja, jetzt fahren wir hier mal fröhlich den Fluss lang. Ich glaube, so kommen wir relativ flott voran. Wir sind ja zu Boot schneller als zu Fuß. Das ist doch fantastisch. Auch wenn der Fluss hier ganz schöne Kurven schlägt. Sehr cool. Okay, jetzt ist mein Boot weg. Habe ich es jetzt gerade zu Schrott gefahren? Sieht so aus, ne? Oder liegt das noch... Das ist wirklich untergegangen. Unglaublich. So. Wo ist es denn jetzt? Habe ich es jetzt im Inventar? Nein, im Inventar ist wieder kein Platz. So, den Sand schmeißen wir mal weg. Das Boot nehmen wir mit. Sehr schön. Das kann sich immer wieder anbieten. Ich meine, ich kann natürlich auch einfach ein neues Boot bauen, aber es ist doch schöner, wenn man ein Boot hat, das man die ganze Zeit verwendet. So ein Boot, das gewinnt man ja auch lieb auf so einer Tour. Und sich dann einfach ein neues zu bauen, das ist ja nicht schön. Genau, ich fräse mir nochmal ein Brot. Du sollst nicht immer die Fackel wegschmeißen, wenn du was isst. Kannst du das mal lassen? Das ist doch eine sinnvolle Sache, so eine Fackel in der Hand zu haben. Wobei tagsüber, jetzt ist es ja schon wieder Tag. Irgendwie ging die Nacht relativ flott vorbei, war ja auch ordentlich Action. Genau. Aber wenn ich mich hier so umschaue, sehe ich hier nur wieder ein Waldbiom. Naja, warum nicht? Ich denke mal, einen Part können wir hier noch ein bisschen erkunden gehen. Aber das große Abenteuer war wahrscheinlich jetzt schon. Das war einmal der Sumpf natürlich. Und jetzt heute die Nacht. Die war auch ein bisschen, actiongeladener. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt dafür bedurft hätte, dass wir uns weit von zu Hause entfernen. Da hätte man auch einfach, zu Hause 3 Meter weg vom ausgeleuchteten Areal gehen können und hätte genug Gegner gefunden. Aber naja, sei es drum. So richtig den ganz großen Wurf haben wir nicht gemacht, aber muss man ja auch nicht. Ist ja nicht unbedingt die Erwartungshaltung. Aber noch ein bisschen durch die Gegend laufen, vielleicht was Schönes entdecken. Ziel ist es ja jetzt auch nicht, einen Ort zu entdecken, wo ich mich wieder ansiedeln möchte, denn ich bleibe natürlich erstmal meinem Haupthaus gewogen. Ziel ist es eher mal zu gucken, ob es eben noch irgendwelche vorgenerierten Strukturen oder seltsamen bzw. seltenen Materialien gibt, die wir
so jetzt nicht direkt woanders finden. Oder vielleicht schon woanders, aber eben nicht an jeder Ecke. Und da ist natürlich jetzt so ein Waldareal zugegebenermaßen nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Naja, so, ich würde sagen, wir überqueren hier nochmal den Fluss. Diesmal schwimmen wir aber die kurze Strecke. Da brauchen wir jetzt nicht extra wieder ein Boot für. Rumlaufen ist ja dann doch ein bisschen angenehmer als mit dem Boot zu fahren, auch wenn das durchaus ein Erlebnis immer ist. Jawohl, ja, hier ist wieder Kohle. Ja, wir können die mal mitnehmen. Aber eigentlich ist das jetzt auch nicht das spannendste aller Materialien. Aber warum nicht? Bisschen Kohle hat man dann auch dabei. Ich habe mittlerweile ganz schön viele Level, ne? Mit 33 ist das schon was, das kann sich sehen lassen. Ich bin schon lange nicht mehr gestorben in diesem Let's Play. Da hilft dann doch die Rüstung und die teilweise etwas vorsichtigere Herangehensweise, die ich an den Tag lege. Ich habe ja sogar diese Minentour vor ein paar Folgen überlebt. Aber im Moment kann ich mit den Leveln ja noch nichts anfangen, das ist das Problem. Ansonsten wäre das ja nicht schlecht, dann hätte ich nämlich jetzt sagen können, okay, 33 Level, zack, schöne Spitzhacke verzaubern oder sonst was. Wenn das überhaupt noch so funktioniert. Ich weiß auch, dass das Verzauberungssystem, das ich in meinem Kopf habe, schon vor einigen Minecraft-Versionen mal überarbeitet wurde. Also ganz früher war das ja wirklich so, dass du einfach nur Level investieren musstest. Komm, die Erde schmeißen wir mal weg. Du konntest quasi Level an einem Zaubertisch in Verzauberungen umwandeln. Aber ich glaube, mittlerweile braucht man dafür auch Lapis Lazuli. Und schon weiß ich nicht mehr genau, wie es funktioniert. Aber das werden wir irgendwann dann herausfinden, wenn ich auch einen Zaubertisch habe. Das ist ja leider immer noch Zukunftsmusik. Aber ihr merkt, egal welche Geschichten ich hier unternehme, egal ob ich auf Abenteuerreise gehe, ob ich anfange, meine Schafsgehege zu erweitern, es kommt doch immer wieder darauf zurück, dass ich über den Zaubertisch spreche. Deswegen, ich denke, wir können uns jetzt auch nicht mehr so lange davor drücken, den einfach mal irgendwann noch zu bauen. Das heißt, irgendwann müssen wir nochmal in die Mine und Diamanten suchen. Wenn es die denn überhaupt gibt in meinem Spiel. Das ist ja schon mittlerweile eine traurige Geschichte. Ich glaube, in den ganzen 73, 74, 75 Parts, die ich hier mittlerweile in der zweiten Staffel aufnehme, habe ich keinen einzigen Diamanten gefunden. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, es stimmt. So, hier müssten jetzt halt laut roten Punkten auch Gegner sein und die verstehe ich immer nicht. Also, in der Nacht waren die wirklich ganz gute Hinweise darauf, Achtung, hier sind Gegner. Aber am Tag beziehen die sich vielleicht wirklich auf unterirdische Gegner, die mir dann aber doch eigentlich völlig egal sind. Naja, mein Gott, hier ist ganz schön viel Kohle, das ist immerhin etwas. Also können wir noch mit 2 Stacks Kohle oder so nach Hause gehen. Mehr nehme ich jetzt aber auch nicht mit als die 2 Stacks. Wir haben, glaube ich, mehr als genug Kohle auch in Ralcatraz. Da brauchen wir nicht unbedingt noch mehr jetzt hier. Und so spannend ist es ja jetzt auch nicht, mir beim Kohlekloppen zuzugucken. Lieber noch ein bisschen erkunden. Vielleicht, wie gesagt, ein NPC-Dorf wäre schön oder auch was anderes. Es gibt ja, wie gesagt, eine ganze Menge auch neuer Strukturen schon in dieser Version, auch wenn es nicht die aktuellste ist. Die 1.16 ist ja die aktuellste Version. Aber ich glaube, dass da sich die meisten Änderungen tatsächlich auf den Nether beziehen und der ist ja noch in weiterer Ferne, wenn ich keine Diamanten habe. Na gut, wir können jetzt trotzdem... Hier, das Zuckerrohr brauchen wir doch, oder die 3 Ranken können wir doch auch mal rausschmeißen. Genau. Wahrscheinlich brauche ich sowieso niemals Ranken, aber ich fand es einfach ganz sinnvoll, wenn wir schon mal im Sumpf sind, die paar Ranken auch mitzunehmen. So, jetzt reicht es mir aber erstmal wieder mit Kohle. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Wir müssen halt gucken, dass wir im Laufe der Woche... Aber wenn die einem so auf dem Präsentierteller geboten wird, will man sie ja auch mitnehmen. Mann. Und es ist immer so viel, die man hier gleich rausreißt. Das ist halt schon nicht schlecht. Genau, also wir müssen mal gucken, dass wir dann im Laufe der Woche auch wieder zurückfinden, denn ich hatte mir ja vorgenommen, nur jetzt diese Woche eine kleine Abenteuerreise zu machen und jetzt nicht ein wochenlanges Abenteuer und dann am Ende kommt man wieder nach Hause und denkt sich, okay, ich bin jetzt bei Folge 300 und habe immer noch keine Diamanten oder sonstige Dinge. Das ist ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Deswegen werden wir wahrscheinlich in Bälde in nicht allzu ferner Zukunft den Rückweg antreten. Aber ein klein wenig geht noch. So, ich werde gleich, glaube ich, nochmal auf die Weltkarte gucken, ob es in irgendeiner Richtung was gibt, was ein bisschen interessanter aussieht, als nur wieder ein Hügel. Oder wir gehen erstmal auf den Hügel, wobei das ist ja schon fast ein Klotz. Dann gehen wir auf den Klotz und gucken. Das sieht ja auch seltsam aus hier vorne, mit diesem Überhang. Eigentlich ganz cool. Aber naja, nichts für jetzt. Nichts für jetzt. Okay, gehen wir doch mal einfach hier rauf und gucken, ob wir da irgendwo etwas in Aussicht gestellt bekommen, was doch ganz interessant ist. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen.
Das wäre natürlich jetzt der ärgerlichste Tod. Die ganzen Kämpfe mit den Gegnern überlebt, aber dann direkt eins auf den Deckel bekommen, weil man von zu weit oben runterfällt. Das wäre nicht so toll. So, ich weiß nicht, ob es sinnvoll jetzt. Ach, das ist jetzt. Na gut, wir haben noch eine Steinspitzhacke. Das ist zwar ein bisschen langatmiger, das Prozedere dann, aber ich glaube, es ist noch okay. Ich glaube, ich bahne mir hier auch gerade nicht den effizientesten Weg nach oben. Na komm schon. Ich mache das jetzt anders, Leute. Hier muss ja nicht. Man muss ja auch nicht 3 Stunden nur beim Ausguck erreichen sitzen. So, jetzt sind wir oben. Und was sehen wir? Wie wir sehen, sehen wir nichts. So gesehen gar nichts. Ja, ist leider so. Tatsächlich. Oh, guck mal, hier fliegen ein paar Steine rum. Oh, 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 da sind ja die Kollegen, die bösen Kollegen. Was machen die denn hier? Das sind jetzt. Was ist denn jetzt los? Apokalypse? Hallo? Wieso ist jetzt alles so. Oh, oh, oh. Die wollen mir ans Leder. Aber ich krieg euch. Aber diese Apokalypse, ist das jetzt wieder. Ach so, es regnet, das ist ein Sturm. Na gut. Den akzeptiere ich noch. Ach, jetzt habe ich wieder dieses böse Omen. Da muss ich wieder aufpassen, ne? Ich sehe es oben rechts. Es verschmilzt mit meiner. Verschmelzt mit meiner Minimap, aber im Prinzip ist es da. So, Jungs. Ich habe euren Anführer gekillt. Bin ich jetzt euer neuer Anführer? Wie ist das jetzt? Aua! Fangen wir erstmal mit dir an. Au. Au. Sind nur 2, oder? Oder ist da noch einer? So, das war's. Platt ist er. Wieso lassen die eigentlich keine Armbrust fallen? Ich meine, die schießen mit der Armbrust. Oder ist die Armbrust auch erst in der 1.16 dazugekommen? Hm. Es gibt auf jeden Fall mittlerweile eine Armbrust in Minecraft, aber irgendwie lassen die nicht fallen. Vielleicht sollen die auch gar nicht fallen lassen, auch wenn ich das dann etwas unsinnig finde, aber nun gut. Okay, hier bei Regen, das macht ja nun wirklich gerade gar keine Freude, hier die Erkundungstour fortzusetzen bei Regen. Deswegen würde ich sagen, ich bin einfach mal kurz raus und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn der Sturm sich wieder gelichtet hat. Wenn es euch heute gefallen hat, seid so nett, lasst mir noch einen netten Kommentar da, gerne auch eine positive Bewertung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann, euer Scully, der Rally. Moin!